Lange Schlangen im Fundbüro auf der Wiesen. Mehr als 3000 Funde wurden hier abgegeben, darunter Ringe, Autoschlüssel und Handys. Aber nicht nur. Neben den normalen Fundsachen haben wir heuer zum Beispiel einen Handstaubsauger bekommen, einen Brauseschlauch oder dann die Miss Liberty, hat es geheißen, wird verwechselt gerne mit der Bavaria. Naja, sind wir ehrlich, das kann schon mal passieren, wenn der Tag zuvor eben so aussieht. Die 186. Wiesn ist zu Ende. 6,3 Millionen Besucher gaben sich wieder mal die Ehre. Keine Rekordzahlen. Aber das ist auch gut so, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Qualitätswiesn haben. Wir wollen nicht irgendeine Wiesn haben, wie sie viele versuchen nachzuahmen, sondern wir wollen unsere Gäste glücklich machen. Besonders glücklich wurde der dreijährige Jamie. Er tanzt im Festzelt und alle machen mit. Schon jetzt ein Internet-Hit, ganz ohne Alkohol. Und ganz anders als diese Herren. 7,3 Millionen Mass gingen über die Theke. Bei 600 Besuchern wurde eine Alkoholvergiftung festgestellt. Diesjähriger Wiesenrekord 3,7 Promille. Man kann aber auch anders feiern und die Wiesen einfach nur genießen. Das ist die Atmosphäre, das sind die Leute, das ist die Stimmung. Geil wie jedes Jahr, so ist es. Und wenn schon die Wiesen ist, dann muss ich halt auch ein paar Tage auf die Wiesen gehen. Da ist man irgendwie auch so ein bisschen verpflichtet. Naja, es gibt schlimmere Verpflichtungen. Und die gute Nachricht zum Schluss, bald ist es wieder soweit. Am 19. September 2020. Dann heißt es wieder... Alkohol.